Ah, Vanilla Cook ist schon etwas Köstliches, oder? Servus, Freunde, willkommen zurück zur Pokémon Smart Randomizer Nuzlocke Challenge. Warum ich das gesagt habe? Ja, ich habe hier köstliche Vanilla Cook stehen und yam yam, die schmeckt einfach geil. Wir waren das letzte Mal auf dem Pyroberg, haben uns das Magma-Emblem geholt, haben Super Yupa, in Klammer falsch geschrieben, haben es umbenannt zu Yupa Productions, also von Super Yupa und den Genossen Productions. Immerhin wollten beide ein Glurak sein, also gebe ich auch beiden ein Glurak. Ist zwar etwas umständlich, aber besser als gar nichts. Oh, dieser Rüttler kam aus dem Magma-Emblem. Wow. Ja. Das Magma-Versteck. Ein Moment mal, hier dürfen wir ein Pokémon fangen. Geil, 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 geil. Aber welche Level haben die hier? Alles klar. Pokémon-Fangzeit ist angesagt. Da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Ich weiß gar nicht, ob die hier drin geskippt, also auch randomized sind, aber ich guck mal. Ein Vulcano! Geil! Weiblich, aber scheiß drauf. Geil, Vulcano. Fake out. Okay, dich muss ich haben. Ja, Vulcano reicht aus. Und jetzt Solarstrahl. Aber bitte, Game Rock, sei nicht zu gnadenlos. Bitte. Amnesie. Okay, ein Vulcano mit Amnesie ist leider ziemlich bösartig, weil es dann aushält. Okay, ob das sich jetzt ausgeht mit einem Ball, ich versuche es einfach mal. Ich will Vulcano haben. Ich liebe Arcani. Yes, Mann! Yeah! Arcani! Also, ich werde es natürlich entwickeln, das ist sowas von fix. Spitzname. Leute, ich mache einen kurzen Schnitt und guck mal, wer ein Arcani sein könnte. Bis gleich. So, Leute. Moment, wieder ins Fenster klicken. Ich glaube, man hat die Maus gesehen. Sorry dafür, falls doch, aber egal. Ja, ich habe mir einen Namen rausgepickt. Es wird... Ist zwar etwas seltsam für einen Vulcano bzw. für einen Arcani, diesen Namen, aber egal. Der Alien Rookie. Mist, geht sich nicht aus. Dann muss ich es eben anders schreiben. Muss ich Rookie eben so schreiben. Ich weiß, dass man es anders schreibt, aber... Egal. So. Jetzt schnell zurückfliegen und gucken, was denn so das Vulcano-Arcani drauf hat. Zum Glück habe ich einen Feuerstein gefunden, Leute. Wer weiß, vielleicht nehme ich doch Arcani mit. Das war... Falsch, das wollte ich. Okay, Vulcano. Ein Vulcano mit Schockwelle, geil. Okay, Galaxy Game, du warst lange dabei, sorry. Nee, ich werde dich jetzt natürlich weiterhin mitnehmen. Ich werde nur Vulcano schnell zu Arcani entwickeln. Wo ist der? Der Feuerstein. Vulcano zu Arcani. Guckt es euch an. Wow. Vulcano wurde zu Arcani. Arcani ist grandios. Ich liebe Arcani. Was könnte es denn noch so lernen? Synthese, Eierbombe. Sprungkick? Nö. Ja gut, wir haben jetzt momentan nicht ganz so gute TMs.
Aber wir haben ein saustarkes Arcani. Mit Bedroher. Guckt euch das an. Angriff und Spezialangriff sind ziemlich hoch. Initiative auch richtig gut. Das heißt, das wäre ein gutes Mixed Arcani. Es kann Lockduft, Fußkick, Amnesie und Schockwelle. Vielleicht kann ich Arcani den Sprungkick beibringen. Das wäre überaus geil. Wo ist er denn? Sprungkick für Arcani. Grandios, jeder kann es lernen, nur Arcani nicht, obwohl er den Fußkick kann. Naja, egal. So. Alien Rookie ist unser Arcani im Team. Ich hoffe, er freut sich darüber. Und jetzt nehmen wir wieder Galaxy Game mit. Vor allem Galaxy, Alien. Ich bin hier voll der Spaceman. Aber egal, wir werden sowieso noch TMs holen. Also zumindest noch eine mindestens. Weil ich natürlich wissen will, was das ist. Vielleicht ist das eine gute Attacke für Arcani. Kann man ja nicht wissen. Okay, egal was es hier gibt. Ich habe ohnehin schon den Jackpot gezogen. Ja, der Ronik muss trainiert werden. Das werden wir jetzt auch... Ich habe kein Stärke-Pokémon. Okay. Das ist doof. Das habe ich nämlich völlig vergessen. Blade kann Stärke. Okay. Da ist sowieso keine ordentlichen Attacken drauf, also wird Blade jetzt stärker lernen. So ein kleines Hydropi, was einfach mega Felsen wegschiebt. Vor allem hat im letzten Video, zumindest im letzten Video, was ich noch weiß, was ich hochgeladen habe, hat einer geschrieben, ein Gardevoir mit Fliegen. Interessant. Das war, glaube ich, sogar... das war, glaube ich, Blade LP. Ein Carpador. Ja gut, Garados wäre zwar auch interessant gewesen, aber... Ich bevorzuge dann doch lieber Arcani. Ja, ich glaube, das war Blade AP, der geschrieben hat, ein Gardevoir mit Fliegen interessant. Und genau dasselbe habe ich mir in dem Moment nämlich auch gedacht, als das Gardevoir Fliegen eingesetzt hat. Okay, da steht so ein Typi. Hey, ich habe Schutz angesetzt, Leute. Ein Gekabor. Das wäre natürlich auch richtig geil. Ich sehe schon, die Level hier der Pokémon sind etwas hochgezogen. Deswegen werden wir einfach mal unser Level höchstens an die Spitze setzen, um den Schutz auch wirklich wie ein Schutz wirken zu lassen. Da ist der erste Trainer. Kann ich gleich schon wieder wechseln. Okay, ich werde mal versuchen, mit Killend hier ein bisschen aufzuräumen. Obwohl ich das Teil zu Vibrava entwickeln will. Unser Leiter hat uns gesagt, dass wir den Pyroberg war das, glaube ich. Ja, Bewacherson oder so. Ich werde jeden aufhalten, der uns sich in den Weg stellt. Wie konntest du uns finden? Haha. Das werde ich dir sagen, wenn du mich besiegst. Ach so, das mit dem Geheimnis von... Das geheimnisvolle Sagenmoge Pokémon hier. Natürlich weiß ich, was es ist. Oh! Ein Entei. Perfekt für Team Magma. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann muss Game Rocks halt ran. Vor allem ist das Teil Level 29. Die Level ziehen an. Ich glaube, ich muss mal wieder trainieren. Ich habe ja bisher auch nur 4 Trainingseinheiten und die sind nicht gerade lang gewesen. Also die erste Trainingseinheit schon, aber da hatte ich noch nicht so viele Pokémon. Also was soll's. Also du Kerl, du hast wenigstens ein Feuer-Pokémon. Soll jetzt wieder einfach die Spitze setzen, um wilde Pokémon fernzuhalten. Obwohl Kindle ist Level 31, das könnte sie auch. Da unten geht's lang, da oben geht's nicht lang. Dann gehen wir da unten lang. Nur nicht in einen Trainer laufen, denn... Ja. Nochmal Schutz. Ich sollte mir Top-Schutz kaufen. Werde ich nachher vielleicht auch. So. Momentan habe ich leider nicht so die wirklich starken kämpfenden Pokémon. Das ist ein bisschen dumm. Bleib sofort stehen! Glaubst du wirklich, dass wir es erlauben, dass du hier einfach so in unser Zentrum eindringst? Oder so?
vor allem das Magma-Symbol hier finde ich viel schöner als das Aqua-Symbol. Ninja Tom. Okay, das ist jetzt leider etwas dumm. Moment, wir können fliegen, das ist überhaupt nicht dumm. Nee, oder? Oh, zum Glück nur dreimal. Hätte es fünfmal getroffen, wäre ich ausgezuckt. Ninja Tom hat durch seine Fähigkeit Wunderwache die Eigenschaft, dass man es nur mit sehr effektiven Attacken treffen kann. Und da das Teil nur 1 KP hat, ist das auch eine richtig gute Fähigkeit, aber allerdings ist sie nervig. Terranigar erreicht Level 20. Weil ja, man kann es nur mit Feuer, Geist, Unlicht und Flugattacken treffen. Ich glaube, ich hatte jetzt recht, wenn ich nicht einen Typ vergessen habe. Was? Nur Team Magma-Mitglieder dürfen hier eindringen. Aber du bist nicht gekleidet in einer Team Magma-Uniform. Das muss nur eins bedeuten. Kämpf mit mir! In Hard Gold und Soul Silver kann man sich Team Rocket-Klamotten anziehen. Oh, Knackleon. Und dann kann man sozusagen auch in den Radioturm eindringen. Allerdings kommt dann unser Rivale und verkackt alles. Was hat Galaxy Game eigentlich drauf? Der könnte vom Level her auch ordentlich mitkämpfen, aber... Ja, Psi-Welle, ich will mich nicht so wirklich auf die Psi-Welle verlassen, weil die Zufallsschaden macht oder so. Ich weiß nicht genau, wie man Psi-Welle berechnet. Das war... Also es war nicht Abgangspunkt, das weiß ich, aber das war, wie hieß denn die Attacke noch? Wie hieß denn die Attacke? Auf jeden Fall welche, die KP der Attacke von mir, mit dem ich ihn besiegt habe, auf 0 setzt, wenn ich das Pokémon besiege. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich habe jetzt momentan den Namen der Attacke nicht im Kopf. Deswegen habe ich jetzt auch Solarstrahl eingesetzt. Achso, nein, gar nicht, das war... Wahrscheinlich irgendwas anderes. Ach, egal. Da läuft... Nein. Da laufen zwei Typis herum. Ich glaube, ich sollte... Killen mal den... Wo ist der denn? Der Bärentrank. Ja, da. So. Das Sternstück hätten wir auch noch zum Verkaufen. Aber auf jeden Fall brauche ich keine Tränke, denn davon habe ich momentan mehr als genug. Okay, erster Magma-Typi. Aha, ein Eindringling. Na, da komm her, wenn es sein muss, mache ich euch alle platt. Oh, Garados. Soll ich mich jetzt wirklich darauf verlassen, dass Garados eine Wasserattacke kann oder nicht? Denn der Volt-Tackle wäre natürlich enorm effektiv, aber... Soll ich nicht? Ach, ich versuche es. Der Biss kommt erstmal. Wir weichen natürlich zurück. Noch ein Biss. Wir weichen wieder aus. Falsch. Supertrank. Okay, Game Rocks kann ich schon mal. Spiegeltrick. Gut, den Voltaker kann das sowieso vergessen. Aber Game Rocks kann ich hier erstmal nicht einsetzen, weil der Biss wäre einfach zu stark. Zwar ist der Spezialangriff von Garados mehr als schlecht, aber... Ja, das war gut. Super. Wow. Wir haben zwei enormen Schaden. Nein! Oh, Glück gehabt. Ich hatte schon so einen Schiss, dass jetzt irgendwas Böses kommt, weil ich habe mich verdrückt, ich wollte eigentlich heilen. Wow. Aber nun ja. Garados ist am Ende. Killend hat Spitzenarbeit geleistet. Terranigar erreicht Level 21. Electek. Glaube ich. Versuchen wir mal Galaxy Game, warum nicht? Oh, es ist Pudox. Nein, Fritzeblitz. Warum verlese ich mich und sage Electek? Na gut, Psi-Welle, los! Logisch. Wie auch immer so ein Fritzeblitz singen will. Ich meine, gut, ich könnte es mir vorstellen, so ein singendes, jaulendes Fritzeblitz. Habe ich noch etwas zum Heilen? Ja, den Lava-Keks. Da hast du, Galaxy Game. Lass ihn dir schmecken. Okay, Tackle, das Teil
kann in Wirklichkeit auch ein Tackle, das wundert mich jetzt ein bisschen. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Gesang, oder? Nee, Überrollert. Doppelt nicht effektiv, da hast du zur falschen Attacke gegriffen, Kumpel. Psi-Welle los! Und Fritze Blitz ist auch weg. Magma Leute wurden besiegt. Eisen hat natürlich keinen Effekt auf Endfall, was irgendwie schade ist. Werden noch eine schwache Verteidigung. Game Rocks. Ja, ich trainiere meine Pokémon immer so, dass ich deren Schwächen ausgleiche. Könnte mal das Zauberwasser geben, wäre auch geil. Das gebe ich nämlich Game Rocks. Oder soll ich es überhaupt Game Rocks geben? Ich weiß ja nicht. Pflanzenattacken. Gegen die Supertrank. Ja, du brauchst definitiv einen. Du hast jetzt richtig gut gekämpft. Nein, ich gebe das Zauberwasser Enfa. So. Enfa mit einem schönen Schmuck um den Hals. Ich weiß nicht, ob Enfa in Wirklichkeit auch Schmuck mag, aber jetzt hat sie auf jeden Fall welchen. Viel Spaß damit, Enfa. So. Komm her. Was? Du wagst das, ein Mädchen von hinten anzugreifen? Oh, ein Eindringling. Das hat dein Kollege auch schon gesagt und er hat voll auf die Fresse bekommen. Ein Knilz! Ein ziemlich dunkles Knilz. Wir werden einfach mal wegfliegen. Natürlich sind wir arschlahm. Oh nein! Wenn jetzt eine Pflanzenattacke kommt, war's das. Angeberei, okay. Jetzt muss ich aufpassen. Okay. Knilz ist tot. Torchic war, glaube ich, gehört das zur Jungblutreihe? Da bin ich mir nicht sicher. Ja, Flamly. Versuchen wir es, ja. Was, ich bin schneller? Achso, Überwurf deswegen. Ja. Es hat wieder Überwurf angesetzt. Autsch. Jetzt Volt Tackle. Oh nein! Nein! Nein, nein, nein! Oh. Ich habe schon gesehen, wo ich Aurora Strahl gelesen habe, dass es das war. Scheiße. Kein Libeldra. Tut mir leid, Enfa, du kannst leider nicht als Reserve-Pokémon Libeldra sein. Oh. Scheiße. Das gibt Rache. Los, Blade. Räche, Enfa. Hau diesen Flamly eine drauf. So. Scheiß Teil. Mutter. Ah, mein linkes Auge brennt. Killend. Nein. Dich hat mir auf Level 14 gefangen und du warst schon so stark. Vor allem warst du unser Fliegen-Pokémon. Scheiße! Ich bräuchte ein anderes Pokémon, das Fliegen beherrscht jetzt. Oh man, doppelt so schlimm. Jetzt habe ich ein Problem. Da kann mir auch hier die passende Musik nicht weiterhelfen. Okay, da oder da? Tausend Wege hier. Wo geht's denn hier noch schnell lang? Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Oh, das war, glaube ich, der richtige Weg. Das heißt, ich will hier nicht lang gehen. Komm schon, ich muss doch noch. Ja. Das war, glaube ich, der richtige Weg. Dann würden wir hier nicht lang gehen, sondern zuerst hier rein. Nein, das sind zwei. Ich versuche jetzt erstmal den Trainern auszuweichen, weil ich auf Itemjagd bin. Okay, da geht's lang. Da oben ist auch noch ein Weg. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, Schutz wirkt schon wieder nicht. Weißt du was? Ich sage, wann der Schutz aufhört zu wirken und nicht du.
Okay. Ob Blade es schafft? Ich weiß nicht. Wir werden mal Galaxy Game nach vorne stecken. Wenn sie mal das Roll Call, keine Ahnung was das ist, besitzt, dann werden wir sehr wichtige Arrangements in unsere Arbeiten mit einbeziehen. Das ist, warum wir, ja, sie wollen wirtschaftlich unterwegs sein, wollen importieren oder exportieren in die ganze Welt. Came erupt. What the fuck? Okay, das Came erupt hat eine sehr interessante Farbe. Gucken wir mal, wie viel so eine Psywelle Schaden macht. Zu wenig. Und er macht mir zu viel Schaden. Und ich sehe gerade, ja, die sind langsam unseren Leveln erhöht. Oder, ja, logisch. Oder besser gesagt, ihre Leveln übersteigen die mancher unserer Pokémon schon. Das heißt, früher oder später muss wieder Trainingszeit sein. Weil ansonsten geht das nicht so weiter, dann verreckt mir hier noch mehr. Aber ich finde es so spannender, wenn ich nicht überlevelt bin, sondern wenn ich im Gegensatz auch ein paar niedrigere Level so habe. Ja, Hyperstrahl brauche ich nicht. Weil dann wird es so spannender und dann ist der Nervenkitzel umso größer. Dann verreicht leider kein Level, das ist schade. Wir werden jetzt erstmal gucken, was das für ein Item da war. Ich hoffe, was Gutes. Ein Pikachu. Verpiss dich, ich hasse Pikachu. Kann nicht flüchten. Eissturm. Bevor ich hier noch mehr Schaden bekomme, werde ich mal Endfang ins Rennen schicken. So. Riechsalz. So. Lass mich in Ruhe. Petaya-Beere. Ich glaube, es hat sich nicht mal ausgezahlt, oder? Naja, wenn wir einfach kurz an die Spitze setzen, damit mir die Pokémon vom Leibe bleiben. Was war denn das für eine Beere? Ah! Diese. Okay, die ist eigentlich ganz gut. Die verwende ich sogar ziemlich gern, zum Beispiel im Duellturm oder so. Allerdings die Salka-Beere ist meine bevorzugte Beere von den ganzen Statusbeeren. Noch zwei Schutz. Galaxy Game braucht ein bisschen Heilung. Ja, ich finde es ziemlich scheiße, dass ein Pokémon wieder von mir verreckt ist, aber ihr wisst ja, Leute, Randomizer Nuzlocke, da kann ich nichts dagegen machen. Okay, wen setzen wir denn als nächstes ein? Ich habe nur mit zwei richtig starke Pokémon zum Kämpfen. Das ist scheiße. Ich glaube, ich muss wirklich trainieren. Kannst du es hören, dass er etwas rumwerkelt? Könnte im Vulkan etwas drin sein? Dann könnte es der Vulkan selber sein oder ist das Grau. Ups, ich habe niemals gesagt. Ja. Wahrscheinlich könnt ihr Leute euch jetzt sowieso denken, was es ist. Meditalis. Nein, das ist natürlich nicht. Aber Meditalis ist ein ziemlich gefährliches Pokémon, weil wenn das Teil Mentalkraft hat, und das kann es ja besitzen, dann wird der Angriffswert verdoppelt. Ich weiß nicht, ob das auch für den Spezialangriff zählt. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Angriffswert verdoppelt wird. Das kann dadurch ziemlich bösartig werden. Ich habe übrigens auf der Platin-Edition auch ein Meditalis mit Mentalkraft. Das kommt dann auf, oh nein, Gena, auf über 200 irgendwas Angriff auf Level 50. Auf 210 habe ich meines, also 105 Angriff, weil meines habe ich auch nach anderen Werten auch trainiert. Aber lassen wir das jetzt. Okay, hoffe ich
Der sieht mich sowas von. War klar. Aber ich muss ja hier ziemlich heiß sein, direkt in der Lava. Einer von unseren Typen ist ausgerastet, weil er das Magma Emblem verloren hat. Warte eine Sekunde, du hast es gefunden. Ja. Das war wahrscheinlich der Typ, der hier, bevor wir in die vierte Arena gegangen sind, hier gestanden ist. Oh, Vulpix. Endverschnitt. Whirlpool testen wir einfach mal. Rückkehr. Naja, du kannst dein Vulpix. Ja, du liebst dein Vulpix ganz und gar nicht. Dabei, wie kann man Vulpix nicht lieben? Das ist so süß. Eines der niedlichsten Pokémon, die ich finde. Was auch an Rockos Vulpix liegt, weil das einfach richtig cool ist. Aber Kampf der Unterentwicklungen. Und Hydropi hat eindeutig. Sitzt eindeutig am längeren Hebel. Ja, wir machen nochmal Stärke. Und er macht ja, Spotlight. Ich greife dich nur allzu gern an. Also eigentlich nicht, Vulpix ist viel zu süß, aber wir haben ja sowieso Entfer, also ist das egal. Entfer ist sowieso viel geiler. Energiepuder. War das zum Wiederbeleben oder zum Heilen? Weiß ich jetzt nicht. Werde ich gleich mal nachgucken. Oh, ich habe vergessen, Entfer an die Spitze zu setzen. Ein Dragoran. Dragonite. Eigentlich würde ich ja flüchten, aber Dragoran bringt viele Erfahrungspunkte, glaube ich zumindest. Oh, danke. Also werde ich ihn mit dem Eissieb so richtig reinhauen. Vor allem Dragoran mit Hitzekoller, das könnte ziemlich böse werden. Ja, der Eissieb macht gut Schaden. Ronic, also Terronic erreicht Level 23. Vielleicht sollte ich Terronic lieber offscreen trainieren. Ja, ich werde ihn jetzt mal wegnehmen, damit Blade hier auch etwas mehr Erfahrungspunkte bekommt. So. Denn ich will ja natürlich, dass Blade sich entwickelt und nicht vor der Entwicklung abkratzt. Okay, Game Rocks kann mal wieder ran. Das Problem ist... Scheiße. Doppelkampf. Das Problem ist, ich habe nur wirklich zwei kämpfende Pokémon momentan mit mir. Das ist ziemlich dumm. Vielleicht gehe ich nach der 7. Arena trainieren. Papinella und Kindwurm. Erstmal Mogelhieb und du setzt Stärke auf Papinella ein. Nee. Nee. Jetzt muss ich leider beide Pokémon wechseln, weil ich keinen Bock habe, dass hier irgendeiner von meinen Pokémon noch verreckt. Du feiges Stück Dreck. Scheiß Papinella, du willst meine Pokémon mit ins Verderben ziehen? Och nee. Volltreffer auch noch. Das ist jetzt mehr als scheiße, wenn er Abgangsbund einsetzt. Wutanfall ist noch viel schlimmer. So, nochmal und du... ja, Psywelle, ich muss Papinella loswerden. Hätte ich das früher gewusst? Wow, geil. Dann hätte ich gleich Papinella angegriffen. Obwohl, dann wäre es vielleicht früher drauf gegangen und hätte meine Pokémon mit in den Tod gerissen. Also... ist das ganz gut, dass ich jetzt so gehandelt habe. Und er rastet weiter aus. Initiative ist eigentlich unnütz, weil das Teil ohnehin sehr langsam ist. Energiepuder stellt 50 KP her. Ja gut, Galaxy Game mag dir zwar nicht so sehr schmecken, aber besser als gar nichts. So. Ja, das war jetzt gut Schaden. Er rastet nochmal aus. Das war ziemlich knapp. Galaxy Game wird jetzt dir sozusagen mit gleicher Mütze zurückzahlen. Oh, da habe ich einen Supertrank auch. Okay. So. Terronic ist auch wieder fit.
Vielleicht haut er sich selber. Wäre geil. Jawohl. Er hat sich mal selber in die Fresse gehauen. Ich mache ihn erst langsam und dann knalle ich ihn noch mit Psi-Welle rein. Oder umgekehrt. Oh, Galaxy Game ist schneller. Okay. Ich habe nichts gesagt. So. Game Rocks Blade. Blade erreicht Level 26. Sollte sich jetzt entwickeln. Tyronic und Galaxy Game. Ein Zusammenspiel vierer cooler Typen. Und jetzt. Hey, Blade is evolving. Blade entwickelt sich. Blade wurde zu Morabel. Ja, wir haben noch zu Beginn ein Zoompax gesehen. Vielleicht werden wir uns ja eins zulegen. Level 26 gut ist nicht ganz so gut. Aber jetzt kann es wenigstens ein bisschen mehr kämpfen. Take, ich werde mal wieder Tyronic den EP-Teiler geben, weil der hat sich durch den jetzigen Kampf bewiesen, dass er auch kämpfen kann. Und ich muss hier die ganze Zeit mit einem besiegten Pokémon herumlaufen. Das ist ziemlich scheiße. Okay, mein letzter Schutz. Da werde ich aber, wie gesagt, das Pokémon mit dem höchsten Level vorpacken. Galonberry. Welche Beere ist die Galonberry? Oh! Wieder so eine seltene Beere, da habe ich ja Glück. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Beeren überhaupt benutzen werde, aber wer weiß. Wäre zumindest eine Erwägung wert. Eine Überlegung wollte ich sagen. Scheiße, ich wollte davor noch wechseln. Wie bist du bloß an der Wache vorbeigekommen? Mein rechtes Ohr verbrennt. Meinst du nicht dein linkes? Denn du stehst ja mit dem linken Ohr neben der Lava. Na gut, durch einen Fail muss ich jetzt leider mit Enfer kämpfen. Wollte ich eigentlich gar nicht, da Enfer ohnehin schon das höchste Level hat. Oh nein, nein, wohin genau mit Delegator? Das Teil hat ja eh so viele KP. Aber ich vertraue einfach mal auf Enfers Feuerschlag, dass der stark genug ist. Was er auch ist. Nee. Lass mein hübsches lila Bullnona in Ruhe. Enfer, du bist schon von Anfang an mit dabei und knüppelst immer noch ordentlich drauf. Wie du jetzt bewiesen hast, Enfer erreicht Level 35. So, hast du jetzt davon. Jetzt sollten wir sowieso bald beim Ziel sein. Nach unten oder da rein? Hier war, glaube ich, der falsche Weg. Okay, jetzt können wir sowieso nichts mehr dagegen unternehmen. Gegen zukünftige Pokémon-Begegnungen, da wir jetzt keinen Schutz mehr haben. Herzschuppe, das ist sehr, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir die wilden Pokémon leider sehen. Ein Gyflor gäbe es hier zum Beispiel. Ein Dragoran wäre ziemlich geil gewesen. Allerdings habe ich noch was viel Besseres, nämlich Fukano, alias Arcani. Ich verstehe nicht, was unsere Anführer bloß wollen. Aber weißt du was? Ach, ich werde einfach mit meinen Pokémon dich kaputt kloppen. Was denkst du? Ja, eigentlich will ich gerne englische Texte vorlesen, aber dafür bin ich momentan viel zu faul. Wie immer. Roselia gegen Game Rocks. Erstmal Mogel hieben ordentlich. Dann ja. Scheiße, das Einzige, was uns übrig bleibt, ist der Surfer. Oh nein. Ich habe jetzt keine Lust auf einen stundendauernden Kampf, deswegen packe ich einfach mal Enfer aus, die soll mit dem Feuerschlag einfach draufhauen und das war's dann. Grasflöte. Da, das hatte ich von der Grasflöte.
Das Teil kann ja Gift anhaben. Ich hoffe, es ist nicht so. Jawohl. Terranik erreicht erhält ebenfalls Erfahrungspunkte. Und dieses Magma-Gebiet zieht sich hier ganz schön in die Länge. Das ist das Problem, denn das zehrt langsam an den Kräften meiner Pokémon. Ein blaues Safcon. Geil. Geil, geil. Safcon ist auch so richtig cool. Es ist zwar eigentlich unbrauchbar im normalen Competitive Play, aber Safcon ist cool und keiner kann was dagegen sagen. Sepa! Dich hätten wir ja schon mal fangen können, aber leider haben wir stattdessen anders bekommen. Gut, wir haben Sunny in der Safari-Zone bekommen, also er wird sich darüber freuen. Wir persönlich wären Seemon lieber gewesen, aber es ist ja egal. Ja, wir können unseren Anführer helfen, der hat eine fantastische Vision. Ich bin viel zu faul zu lesen, lest es euch selber durch. Ja, ich bin immer noch ein bisschen müde, ich war jetzt trotzdem kurz geschlafen. Alabis. Ich habe mich so ungefähr so 2 Stunden aufs Ohr gehauen. Eigentlich war das nur versehentlich, weil ich mir gerade etwas angeguckt habe im Fernseher. Besser gesagt auf meiner externen Festplatte, denn ich habe ja leider keinen SAT-Receiver und will auch keinen. Weil im Fernseher heutzutage läuft sowieso nur Schrott. Ich sag nur RTL 2 oder Super RTL. Ja. Wer heutzutage noch Fernseher sieht, der weiß, wovon ich spreche. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist, das auf keinen Fall, aber vieles. Da war das zu meiner Kindheit viel besser, als noch die alten Pokémon- und Digimon-Folgen im Fernsehen liefen. Das war meiner Meinung nach viel besser. Oder andere alte Serien. Aber nun gut, ich habe ja eine Multimedia-Festplatte, die habe ich an den Fernseher angeschlossen. Und da ist alles oben, was ich gucken kann. Ja, Erholung. Ja gut, brauche ich nicht. Und da habe ich mir gerade etwas angeguckt und dann bin ich währenddessen eingepennt. Ist zwar ziemlich dumm, aber nun gut, jetzt habe ich eben 2 Stunden geschlafen. Magneton. Habe ich mich eben 2 Stunden aufs Ohr gehauen. Und ja, ein bisschen erholt bin ich jetzt schon, aber ich bin trotzdem noch ziemlich müde. Oh, da wartet schon einer. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen, weil ich das Pokémon davor wechseln will. Dieser Part könnte sich durchaus wieder in die Länge ziehen, weil ich dieses Magma-Versteck hier in einem Schlag, also in einem Video, durchhaben will. So, noch so ein Magma-Rüpel. Ich habe ein bisschen Schiss, was der einsetzen könnte, sonst würde ich ja mit Blade vorgehen. Aber ich will Blade nicht ins offene Messer laufen lassen. Ich versuche es trotzdem mal. Du willst Groudon sehen? Tja, willst du, aber das werde ich nicht zulassen. Ich werde dich jetzt richtig frustrierend machen. Oh nein, ich habe über Groudon gesprochen. Ja, jetzt kann ich es ja sagen. Groudon, das legendäre Pokémon. Das Pokémon, das zumindest von der... Oh, Naktara! Das Pokémon, was von der... Rubin und Saphir Edition gesehen. Das Land erschaffen hat. Oh, Naktara mit Einigla. Ja, es hat das Land erschaffen. Sein Gegenstück hierzu ist... Oh, Kyogre, welches das Meer erschaffen hat. Das ist, sind die Ziele von Team Magma und Team Magma. Team Magma will Groudon... Oh, fuck off. Dieses Naktara will mir überhaupt nicht gefallen. Ja, Team Magma will das Land erweitern mit Hilfe von Groudon. Und Team Aqua will das Meer erweitern mit Hilfe von Kyogre. Und je nachdem, ob man jetzt Rubin oder Saphir spielt, kommt das jeweilige legendäre Pokémon darin vor, gegen welches man auch kämpfen muss. Aber hier in der Smaragd-Edition ist es etwas anders. Weil hier kommen ja beide vor. Dieses Naktara hätte durchaus ziemlich böse werden können mit Drachentanz und Einigla. Das hätte halt nur eine physische Attacke gebraucht. Vor allem ein Naktara mit Fluch und Drachentanz. Das... Oh Gott, das wäre der Albtraum eines jeden professionellen Pokémon-Trainers. Oh, wow, sieht das geil aus. Ich weiß, wir haben schon ein Kapalores gesehen. Haben wir allerdings nicht gefangen, weil wir es nicht durften. Oh, oh, oh.
da hat es ausgesehen wie so ein alter Mann und da sieht es natürlich auch richtig krass aus. Leider muss ich jetzt immer auf End verwechseln, weil Endphase, soweit ich mich jetzt recht entsinne, mein stärkstes und auch mein schnellstes Pokémon. Ich weiß nicht genau, ob Game Rocks oder Enfa schneller ist, aber ich würde mal schätzen, Enfa vom höheren Level her. Denn normalerweise sind beide ungefähr gleich schnell. Gucken wir gleich mal. 81, 87. Ja, wenn beide gleiches Level hätten, wäre Gengar sogar ein bisschen schneller. Ja gut. Doppelkampf-Action. Hahaha, bald, sehr bald. Bald werden deine Anstrengungen alle umsonst gewesen sein. Du bist immer auch nicht fertig. Aber ich werde es dir nicht so leicht machen. Also fertig im Sinne von, wir sind immer noch nicht angeschlagen genug, um uns hier zurückzuziehen. Achso, das ist heute auch ein Typ, scheiße. Logisch. Du hast dir mal Groudon ausgeliehen, um damit zu kämpfen. Ja, nee, ist klar. Dürre. Okay, wir werden... Aber Whirlpool macht weniger Schaden. Erstmal Whirlpool auf Schneckmark und du setzt Mogelhieb ein auf Groudon. Damit ich jetzt gleich mit den Surfer so richtig draufkloppen kann. Zugegeben durch die Dürre, die Groudon jetzt rausgepackt hat, machen sowohl Surfer als auch Whirlpool nicht so viel Schaden. Da war das allerdings ein Volltreffer. Oh gut. Zum Glück nur auf Game Rocks, denn kümmert Gift nicht. Sonnenlicht ist immer stärker und stärker. Vor allem muss ich mich um Groudon kümmern. Das Teil muss unbedingt weg. Vor allem, wer hat den Smog eingesetzt? Groudon, glaube ich. Nein, ich! Idiot, ich hätte Solarstrahl einsetzen sollen. Denn die Sonne scheint ja. Da muss ich mich nicht aufladen. Ja. Genau deswegen. Ja, Verfolgung ist schwach. Da hast du die Stärke ab. Gut, und jetzt merke, Game Rocks, setze Solarstrahl ein. Ist wesentlich intelligenter, weil ich da gleich voll drauf knüppeln kann. Bäps. Jawohl. Groudon ist erledigt. Game Rocks erreicht Level 31. Sacred Fire, wow! Geil! Okay, Solarstrahl, Surfer, Drachentanz weg. Wow! Gengar mit Läuterfeuer. Cool! Gengar hat ohnehin schon so einen hohen Spezialangriff und dann auch noch die Spezialattacke von Ho-Oh zu lernen. Also das Läuterfeuer. Wow! Also, Enfa und Game Rocks sind hier momentan schon zwei meiner Haupt-Pokémon. Nicht nur, weil sie die höchsten Level haben, sondern weil einfach ihre Attackenvielfalt einfach unglaublich grandios ist. Aber ich sollte Blade trotzdem mal heilen. Ja, jetzt kämpfe ich, glaube ich, gegen den... Nein, noch nicht. Ich dachte, ich kämpfe jetzt schon gegen den Aqua... Aqua, sage ich. Gegen den Magma-Typi. Und ein lila Sonfield kreuzt uns einfach den Weg. Das wollen wir aber allerdings nicht bekämpfen. Ich will einfach nur... Dragon Rage. Drachenwut. Noch eine Drachenwut wäre böse. Deswegen muss ich jetzt leider wechseln, falls ich jetzt wieder nicht flüchten kann. Aeroass. Und weißt du was? Weil du es gewagt hast, mich anzugreifen, kriegst du den Surfer ab. Hast du jetzt davon? Hättest du mich in Ruhe gelassen? So, wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Kann ja nie schaden. Allerdings muss ich jetzt gleich zwei Pokémon heilen. Nämlich einmal Enfa, sicherheitshalber. Und einmal Blade. So. Nächster, komm her. Ehehe. Das ist jetzt ziemlich weit geschafft, das sage ich dir. Das ist richtig. Gerade weiter geradeaus schläft Groudon. Ja, unser Anführer, wie hieß der noch gleich, Mark, wird Groudon in ein paar Sekunden aufwecken. Ja, es wird schon sehr bald erwachen. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, was so ein Groudon anrichten kann? Ist immerhin eine Legende. Ach so, du bist das, Kalle, also
Tabitha oder wie du hießt. Wow. Böses Kanivana. Das sieht richtig böse aus. Aber wie wir alle wissen, zum Beispiel auch aus Sushimaros Livestream, also Pokémon Livestream, Kanivana hat eine scheiß Death. Ja. Nidorino kommt als nächstes, da könnte Blade eigentlich auch drin bleiben. Aber ich wechsle trotzdem mal auf Game Rocks. Weil Blade soll nicht zugeschwächt werden. Der hat 4 Pokémon, der Kerl. Okay, Nidorino. Wir werden einfach mal so richtig Mogel hieben, weil wir es können. Und jetzt testen wir gleich mal unsere neue Attacke. Läuterfeuer. Bäm. Das macht enormen Schaden, vor allem von einem Gengar. Naja, Elekid, Gengar ist nicht umsonst der Mittelfinger der Pokémon-Welt. Oh, du bist schon ein Bogen-Pokémon, geil. Das heißt, er kann nicht mal auf Elektroattacken zurückgreifen mit seinem Elekid, falls es überhaupt Elektroattacken kann. Elekid! Elekid! Wir werden mit Stärke weiter draufhauen. Scheiß Statik. Genau, das habe ich nämlich befürchtet. Ja, Magiemantel, das war's. Ja, natürlich sind wir jetzt paralysiert. Und der Kerl kann offensichtlich nichts anderes. Doch, Gedankengut. Er ist 7 Level höher als wir, der hätte so gute Chancen. Blade ist immer noch paralysiert. Ich will jetzt nicht durch die Paralyse drauf gehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er Überwurf angesetzt hat, weil ansonsten wäre er nicht langsamer gewesen. Blade erreicht Level 27. Terranik erreicht Level 26. Very nice. Torchic. Das hatten wir neulich. Also erst vor kurzem. Das ist der Flamly. Allerdings ein paralysiertes Morabel. Oder versuche ich es? Ja, ich versuche es. Paralysiertes Morabel ist nämlich nicht ganz so gut, aber egal. Die Stärke sollte trotzdem ausreichen. Hoffe ich einfach mal. Nö, tut es nicht. Es wird da Eroar sein. Aber Blade bleibt standhaft und knüppelt Flamme über den Haufen. Gute Arbeit, Blade. Ah, schon wieder besiegt. Ja, Blade hat jetzt richtig gute Arbeit geleistet. Deswegen hier ein bisschen Trank und eine Beere. Wo ist sie denn, die Amarena-Beere? Da ist sie. Paralyse ist geheilt. Aber gegen den Boss, da werde ich, glaube ich, nicht mit Blade anfangen. Da haben wir wieder unser... Wie hieß der Typ aus Herr der Ringe? Gandalf oder Gangolf oder so. Ich habe Herr der Ringe noch nie gesehen. Ich habe... Das Einzige, was ich von Herr der Ringe gesehen habe, ist vom ersten Teil. Die ersten... 3 Minuten oder so, oder 5 Minuten. Auf jeden Fall noch einen ganz frühen Anfang. Was haben wir eigentlich gefunden? Oh, Indigo-Stück. Ja, nett, aber... Okay, gleich ist es soweit. Da kommt wieder Gandalf, Gangolf, wie auch immer. Kapaloris. Und wir können natürlich nicht flüchten. Nimmt schon wieder so Formen an, die ich nicht sehen will. Ja, vor allem jetzt. Lass mich in Ruhe. Vor allem wird dieser Part wieder sowas von dermaßen lang. Wird wieder eine Überlänge. Okay, Blade, bist du bereit? Du hast nicht mehr so viel Stärke. Ich glaube, ich sollte dich auswechseln. Allerdings haben wir eigentlich nur 2 wirklich kämpfende Pokémon. Da, guckt es euch an. Groudon. Ich muss sagen, als ich das erste Mal die Rubin-Edition gespielt habe, da hatte ich vor Groudon einen riesen Schiss. Und zwar so sehr, dass ich es gesehen habe im
in der Unterwasserhöhle und ich habe es gesehen, bin da gleich wieder zurückgelaufen, so dass Squirrel dann nicht mehr im Bild war. Das habe ich damals auf dem GameCube mit dem Game Boy Player gespielt und habe den Fernseher ausgeschalten. Oh, hier gibt es Meganie. Habe den Fernseher ausgeschalten, habe den GameCube laufen gelassen. Das war nämlich mitten in der Nacht, als ich zu dieser Stelle kam, war die ganze Nacht lang wach, nur damit ich abgewartet. Ich habe sozusagen die ganze Nacht lang abgewartet, bis es draußen hell wurde, damit ich gegen Rodon kämpfen kann. Weil wenn es dunkel ist und ich so etwas sehe, dann bekomme ich einfach Schiss. Zumindest habe ich da Schiss bekommen, wie auch immer. Groudon! Nichts konnte dich erwecken. Und du schläfst ganz gemütlich in dein Lavabad. Der blaue Orb wird dich bestimmt überzeugen, nicht wahr? Ich habe ihn extra hierher gebracht. Ich werde ihn von innen heraus scheinen lassen und dich aufwecken. Also zeige mir deine unglaublich starke Kraft. Was hast du getan? Das Groudon will uns bestimmt vernichten. Guck durch die Augen an, bösartig. Na, jetzt ist es abgehauen, du hast das Feuer gehabt. Groudon, was ist passiert? Was ist los? Was ist mit dem... Ist der blaue Orb nicht der Schlüssel? Groudon, warum bist du gegangen? Oh, du warst es also. Ich sehe deine Späße und deine Unverfrorenheit haben dich bisher hergebracht. Und kapier es endlich. Du musst einen fiesen Trick eingesetzt haben. Ich habe keine fiesen Tricks nötig, Kumpel. Ich klaue ja keine blauen Kugeln, um damit Bestien, die Welt vernichten können, aufzuwecken. Amaldo gegen Game Rocks. Wir werden natürlich erstmal wie immer zuerst Mogel hieben. Ich weiß, es macht nicht viel Schaden, aber das ist nur, damit er flincht. Haha. Und jetzt zerfahr. Ja, macht gut Schaden. Er setzt Feuerfeger ein. Macht ebenfalls enorm Schaden. Wow. Game Rocks, einer meiner Top-Favoriten, wird fast gewonnen. Oh. Ich will Enfest zwar stark, ich will mich aber nicht zu sehr auf sie verlassen. Weil es kann immer noch sein, dass ich ein Pokémon in der Hinterhand brauche. Säure, okay, das kann auch noch, das ist nicht so schlimm. Wenn wir jetzt erstmal noch die Verbrennung heilen. Denn ich brauche Game Rocks noch, vielleicht in diesem Kampf. Oh nein. Er kann... Oh, falsche Attacke. Er kann Ruheort oder Tagedieb, meine ich. Ruheort, Tagedieb ist ja beides eigentlich dasselbe. Aber nun ja, Ruheort verdaffeln Flug-Pokémon nehmen. Flugtypen nebenbei und Ruheort gab es erst ab der vierten Generation, also vergesst, was ich eben so gesagt habe. Landturm. Ja. Da ist es natürlich perfekt, dass ich jetzt Game Rocks geheilt habe. Weil Game Rocks kann natürlich Solarstrahlen und das ist gut gegen Landturm. Landturm ist nebenbei eines der wenigen Pokémon, genauso wie die Waschmaschinenform von Rotom war es, glaube ich, welches gegen Eisstrahl und Donnerblitz gut standhalten kann. Denn eigentlich gibt es kaum ein Pokémon, was sowohl gegen Donnerblitz als auch gegen Eisstrahl gut ankommt. Scheiße. Scheiß Volltreffer.
einer meiner Top-Favoriten für die Top 4 und für den Champion ist soeben draufgegangen. Game Rocks, der unglaublich starke Attacken drauf hatte. Oh. Ich fühle schon wieder, wie mein Kopf ritzelt. Das ist kein so schönes Gefühl. Volt Tackle. Wenn das Teil auch eine Wasserattacke drauf hat, bin ich am Arsch. Komm schon, Blade, du schaffst es. Okay, mit Taktik vorgehen, sonst macht der Kerl mich alle. War das Schnapper? Ja, war's. Wir haben jetzt erstmal See eingesetzt. Ich merke gerade, mir geht total das Heilzeug aus. Nochmal Schnapper. Okay, beide Schnappen machen 30 Schaden. Oh, das kann dauern. Seiya hat getroffen. Oh, Game Rocks ist tot. Der hätte mir jetzt... Ach du Saftsack. Der hätte mir noch so gute Dienste leisten können. Ich weiß nicht, ob das Teil H2O-Absorber drauf hat. Das ist das Problem an der Sache. Sonst hätte ich nochmal sicherheitshalber... Ja, Whirlpool eingesetzt. Ich verbrate hier mein ganzes Heilzeugs. Der Kerl macht immer weiter Schaden. Nein, jetzt werde ich mal noch einen Angriff versuchen. Ich habe nur eine 2 Stärke. Ich werde eine Runde riskieren, um Schärfe einzusetzen. Damit der Angriff erhöht wird von Blade. Jetzt sollte die Stärke mehr Schaden machen. Und der Seher trifft ihn wieder. Bam. Ja, ich werde hier definitiv mein ganzes Heilzeug los. Ich hätte den Übertrag verwenden sollen, ich... Idiot. Okay, 30 Schaden macht beides. Ich gehe das Risiko ein. Das ist jetzt riskant. Überlebe ich einen Schnapper oder nicht? Ja, tue ich. So, Hypertrank. Komm schon, Blade. Du bist meine... Oh nein. Jetzt setzt er beide sein. Das ist so ein richtiger Typ, der mich gefangen hält. Schnapper ging zum Glück daneben, sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Oh Mann. Seiya trifft. Nicht. Machen noch mal schärfer. Das Problem ist, ich muss ihn jetzt mit einer Stärke erledigen, sonst habe ich ein noch größeres Problem als ohnehin schon. Ups, das war falsch. Das heißt, entweder er oder ich. Dieses Spiel können wir noch maximal 5-mal so machen. Rollentausch. Na gut, er schadet mir weiterhin. Ich werde jetzt nochmal schärfer einsetzen. Er hat wieder eine Runde verschwendet. Hätte er so weitergemacht, hätte ich größere Probleme gehabt. So. Jetzt muss ich ihn mit der Stärke erledigen. Komm schon, Blade. Oh Mann, fast ein 1-Stunden-Part. Dieses Versteck dauert. Scaraborn, okay, das kann Enfer gut. Aber Enfer hat zu wenig KP, nein, das Risiko gehe ich nicht ein. Wenn etwas Böses kommt, ist Enfer tot. Dann
kann ich diese Nuzlocke-Challenge eigentlich abschreiben. Ich werde zuerst End verheilen. Galaxy Game wird wohl einen Schlag aushalten. Vielleicht kann er ja Scaraborn besiegen. Eine Stunde, yay! Kraft Finte eingesetzt. Soll ich es riskieren? Ein Himmelsfeger ist natürlich böse. Ich gehe das Risiko ein. Oh, 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 oh. Oh, ist doch nicht wahr. Scheiß Magma-Versteck. Galaxy Game hat's auch erwischt. Scheiße. Oh, ist das übel. Galaxy Game, Game Rocks und Killend sind tot. Boah, einfach. Üb totale Rache. Lass keinen am Leben. Den Power Punch kann er sich so in den Arsch schieben. Feuerschlag mit all deiner Kraft, all deinen Zorn. Ich weiß natürlich, dass der Teil Adrenalin hat. Das heißt, Verbrennung wäre jetzt unglaublich scheiße. Aber trotzdem, hau drauf. Töte sie. Das meine ich damit, Leute, mit spannend. Aber ich glaube, so wenig bin. Aber ich glaube, so wenig, dass ich ein bisschen stark unterlevelt bin. Scheiß Boss. Ja, halt die Klappe. Aber Terronic entwickelt sich wenigstens auch was Gutes in diesem Part. Dann Ronic wurde zu Papunga. Unglaublich schnelles Pokémon. Ja, Groudon ist geflohen. Halt die Klappe. Verpiss dich. Oh, drei Pokémon tot, ich könnte kotzen. Das war ja richtiger Horrorkampf. Okay, Enfa, Blade und Ronic sind die letzten Überlebenden. Oh man, dieses Magma-Versteck war Twisted Spoon, das ist glaube ich Krummlöffel. Dieses Magma-Versteck war ja wirklich übel. Und zwar mehr als übel. Toll. Nidoqueen. Vor allem habe ich Game Rocks verloren. Das ist ja total behämmert. Der war einer meiner Mitnehmer in der Pokémon-Liga. Was? Also, den wollte ich mitnehmen in der Pokémon-Liga. Genauso wie Enfa, die nehme ich auf jeden Fall auch mit, weil sie unglaublich stark ist. Aber Game Rocks war lange dabei und hat mir sehr geholfen. Oh, jetzt müssen wir erst noch hier rausgehen. Da gehen wir lieber so langsam, denn wenn wir laufen, dann kommen nur noch mehr Pokémon, die uns aufhalten wollen. Ja, so zum Beispiel. Ein Sejong. Das wäre natürlich auch geil, aber ich habe Yugong. Vor allem erreicht Enfa bald wieder ein Level. Ulnona levelt echt verdammt schnell. Ja, will ich nicht. Lass mich. Ja, da kannst du mich so oft verfolgen, wie du willst, Sejong. Ich darf dich leider nicht fangen. Ich hätte dich wirklich gern gehabt, aber darf ich leider nicht. Wenn du jetzt wieder Sejong bist. Männlich. Nein, weiblich. Aber es ist ein Sejong und es verfolgt mich. Lass mich. Stärker. Zum Glück ist noch Blade mit von der Partie, der Stärke kann. Und Enfa kann zum Glück auch Surfer. Das heißt, solange wir noch Pokémon haben, die Faunattacken einsetzen können, ist die Nuzlocke-Challenge nicht vorbei. Ich darf dich leider nicht fangen, wie oft soll ich es dir noch sagen? Erinnert mich an einen Pokémon-Schwarz-Part mit Jesse 666, Sushimaru und Dragonius da hat. In einem Part Jesse 666 ist von einem Illy-Zebra verfolgt worden. Okay. Nächster Halt ist dann Team Magmas Versteck. Aber zuerst einmal müssen wir uns um unsere gefallenen Freunde kümmern.
Okay, jetzt mal hier ein bisschen rumsortieren. So. Das war ja ein Horrortrip. Aber naja, egal. Also nicht egal. So. Killend. Tut mir leid, Enfer, ich konnte leider kein Libeldra draus machen. Nicht mal ein Vibrava. Aber obwohl du sehr viele negative Eigenschaften hast, also du Knackleon, hast du trotzdem richtig gut gekämpft und die Sau rausgelassen. Viel Spaß im Himmel bei deinen Freunden. Game Rocks. Du warst unglaublich stark, hast soeben die perfekte Attacke gelernt, um so richtige Gegner abzufacken. Doch ein Volltreffer hat dich an deinen Siegeszug gehindert. Du warst einer meiner Top-Favoriten für das ganze Let's Play und für die Pokémon-Liga. Ohne dich wird es ein ganzes Stück schwerer werden, das weiß ich jetzt schon. Ruhe in Frieden. Galaxy Game. Ja, das Budox mit der echt krassen Farbe hat leider sein Potenzial nicht ausschöpfen können und ist leider noch daran gehindert worden, seine Kraft zu zeigen, bevor es das überhaupt konnte. Aber ich bin trotzdem froh, dass du dabei warst. Ruhe in Frieden. Oh Mann, was für eine Horrorvorstellung, so viel Besiegte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Pokémon gefallen. Ich kann so kotzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 haben wir noch. Frage, wen nehme ich jetzt mit? Das ist jetzt schwer. Das ist sogar ziemlich schwer. Ich brauche ein Fliegen-Pokémon. Ich brauche Stärke-Pokémon, habe ich zum Glück. Surfer habe ich auch. Welche Form ist weggeflogen? Ja, ein Fliegen-Pokémon brauche ich. Dafür nehme ich Yuba Productions mit in der Hoffnung, dass sie fliegen lernen kann. Albert, vielleicht kann ich Albert Surfer beibringen, obwohl der hat sowieso eine starke Attacke. Ich nehme Albert mit. Oder nee. Ich nehme Albert nicht mit, weil ja. Ich nehme Balla Balla mit. Ja, endlich mal wieder. Und Niklas Knut kommt auch wieder mit. So. Was für ein überlanger Part, aber es ist mir jetzt auch schon egal. Terronic, weg mit den EP-Teiler. Balla Balla bekommt ihn. Und der muss ja ziemlich stark hinterherziehen. Achso, ja, ich wollte ein Pokémon Fliegen beibringen. Das kann ich jetzt auch noch machen. Fliegen! Glurak, Yuba Productions kann fliegen lernen. Was kommt weg? Spinnennetz brauche ich nicht. Hat Spinnennetz verlernt und Yuba Productions erlernt fliegen. Oh Mann, war das eine Horrorvorstellung. Okay, 35, 27, 27, 28, 28, 16. Also jetzt ist einfach nur noch stärker. Vor allem, Leute. Ja, ich zögere in der Part gerade unweigerlich hinaus, aber es ist mir jetzt egal. Vor allem, Leute, guckt euch das Level an, was wir gerade verloren haben. 31, 31, 27. Und davor hatten wir schon 3 28er verloren. Übel. Sehr, sehr übel. Ja. Das kann was werden. Ach, wisst ihr was? So, das eine Lücke. So, jetzt ist es auch schon wurscht. Der Part ist ohnehin schon lang genug.
So, dann würde ich mal hier speichern. Beim nächsten Mal werden wir uns das Team Aqua-Versteck vorknöpfen. Obwohl, eine Sache kann ich noch machen. Was haben wir denn für TMs? Stampfer. Glurak, okay. Volt Tackle. Glurak kann Volt Tackle, aber. Balla Balla kann Volt Tackle, okay. Das bringe ich ihm natürlich bei. Das ist gut, wenn er. Obwohl der hat sowieso kaum physischen Angriff weg mit dem Doppelkick. Das ist gut, wenn er eine Elektroattacke kann, dann kann er sie vielleicht irgendwann noch als nützlich erweisen. Wenn ich ihn stärker trainiere, ist er sowieso. Unter anderem auch einer meiner Favoriten, Sprungkick. Jeder kann Sprungkick lernen. Na gut, lassen wir das mit den TMs. So, speichern wir jetzt nochmal. Ich weiß, habe ich gerade, aber egal. Das war der heutige überlange Part von Pokémon Smaragd Wandermeister Nuzlocke Challenge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.